auf diesem wunderschönen Kanal. Wir gehen mal hier rein. Da ist, glaube ich, nochmal das mit den Kesseln. Alter. Hallo. Ja. Ach, das ist der einfache Teil. Wie die PS1. Was habe ich dir gerade gesagt? Was habe ich denn gerade gesagt? Harry Potter für die PS1. Ach so, ich habe Harry Potter und die PS1 gesagt. Ha. Ja, ist ein neuer Teil. Ist ein neuer Teil. Der ist ganz neu rausgekommen. Kann man den nicht kennen? So. Harry, du hast es geschafft, alle Ketten. Das geht natürlich auch. Bowman Ryan. Das geht natürlich auch. Bowman Wright. 1492 bis 1560 entwickelte den goldenen Schnatz. Du hast wahrscheinlich das Buch der Monster, Buch der Monster im Kopf für den dritten Teil. Geil. Aber das Buch sieht schon ein bisschen aus wie, also die PS1 sieht schon ein bisschen aus wie die Monsterbuch der Monster. Mit Zähnen und so? Ja, ja. Vielleicht kam daher die Idee, aber da gab es noch keine PS1. Hallo? Versuche? Komm her! Ich streiche ihn. Ja, ja, um das Buch zu öffnen. Das sieht einfacher aus als der letzte. Hey! Was können wir jetzt? Gut. Oh, Godric Gryffindor. Daten unbekannt. Einer von den vier Gründern. Einer von den vier Gründern von Hogwarts. Gryffindor. Der Typ kann einfach die Namen nicht ausschauen. Godric! Godric Gryffindor, nicht Gottsch... Das auch immer. Godric Gryffindor. Mittelalter. Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Das würde ich jetzt gerne auch mal wissen. Verdimilius.
Griffin zu machen gehauen bin. Was? Naja, 2 Pennen, 2 Mal die Arbeit. Habt ihr gut aufgeteilt. Was zum Fick ist das da oben? Was zum Henker? Jemand hat dunkle Magie angewandt. Harry, ich muss schon sagen, das ist alles ein wenig seltsam. Der Eingang zu den Kerkern wurde mit Hilfe von Flüchen versperrt. Dunkle Magie. Da bin ich mir sicher. Es gibt 4 Flüche. Du musst alle 4 vertreiben, damit sich die Tür öffnen lässt. Die Flüche sind irgendwo in der Nähe der Kerker versteckt. Wenn du einen gefunden hast, kannst du ihn mit einem Weiche-Zurückfluch unschädlich machen. Als Tipp, das musst du nicht machen. Also das muss man nicht machen. Man kann auch einfach wieder ganz normal zurücklaufen. Den muss man nicht machen. Aber damit du halt die Bots-Bohnen kriegst, die du halt brauchst, musst du das halt machen. Man hätte auch den ganz normalen Weg wieder zurücklaufen können. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ah, es ist der verrückte kleine Potter. Ich bin Peeves Potter. Und du solltest dich besser vor mir in Acht nehmen. Kleiner Potter. Du bist hässlich. Aber egal. Was kann ich für dich tun? Die Leute sagen, du wärst besser in einem Zoo aufgehoben. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in 1000 Stücke. Am besten wäre es, du würdest dir einen Sack über den Kopf stülpen. Wenn du dir überlegst, dass das der Vorfahre von Harry ist, bin ich ein bisschen schockiert. Nein. Peeves ist auch nicht ernst zu nehmen. Ja. Der hat genauso ein Quadratschädel wie, Wusstet ihr, dass man nur in Hogwarts zu einem Geist wird? Also man wird nur in Hogwarts zu einem Geist. Was haben wir denn da? Flip-Handle. Nummer 1. Ach, ich liebe... Ohne Scheiß, ich liebe das. Ich liebe das, die Harry Potter-Spiele mit meinem Stream zu spielen. Mit meinen Zuschauern zu spielen. Also zu gucken. Also mitzuerleben. Was wetten wir, dass da der blaue Fluch ist? Das ist doch ein... Na, guck mal da. Hi. Flip-Handle. Das sieht aus wie ein Gesicht. Das hier sieht aus wie ein Gesicht, oder nicht? Voll ins Auge. Alter, ich liebe Sprüche. Ist das euer Ernst? Oh, scheiße. Boah. Hogwarts. Anscheinend. Da ist der Tisch. Genau, ich muss wieder nach oben. Ach, wie geil. Hey, you spin my head right round, right round. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin so ungeduldig. Hätte warten müssen.
Ey, komm schon. Komm runter, du Scheiß. Hat die mich jetzt verarscht, oder was? Ich komme hier nicht weg, weil der Stuhl nicht runterkommt. Was ist das? Normalerweise kommt der Stuhl ein ganzes Stück runter. Ah, oh, ich bin doof. Ich bin doof. Ich hätte da rüberspringen sollen. Hier war eine Tür. Genau, die Tür wollte ich nehmen. Die habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Flipendo. Ah! Dein Ernst? Flipendo. Ah, hier ist der Rote. Es hört sich wie an wie eine Tüte, die zerplatzt. So, zwei Augen fehlen noch. Wo auch immer die sind. Können ja nicht ganz so weit weg sein, oder? Doch nicht ganz so weit weg sein. Okay, gehen wir mal erst hier oben lang. Da ist nämlich auch noch ein Dings. Ach, guck mal, da ist grün. Und da war es nur noch einer. Da war nur noch ein Glibberviech. Okay, das hört sich an wie Feuer. Yay. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir echt Schaden zuzufügen. Alter, wer hat denn hier hingekotzt? Scheiße, ist das rutschig. Da muss hier gelb drin sein. Ha. Ah, ah, warte. Alles gelb. Hey, wir haben alle weg. Ich dachte... Ah, nein. Oh, das war aber echt am... Oh, Arschknapp, knapp. Naja, scheiß knapp. Wer hängt denn bitte Feuerkrabben an die Decke? Nein. Okay, das funktioniert. Ah, jetzt bin ich hier unten. Huh.
Pixel, my friend. Das war Pixel. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts. Okay, hier ist auch nichts. Oh, oh. Okay. Das sah jetzt sehr komisch aus. Oh. Ah, wir haben alle grünen Bohnen. Wir können in das Porträt gehen. Wir können in das Porträt. Wir können in das Porträt. Gut gemacht, Harry. Du hast alle vier Flüche unschädlich gemacht. Egal, wer sie verwendet hat. Zweck der Sache war es auf jeden Fall, Schüler davon abzuhalten, das Schloss zu erforschen. Oh nein! Sieh doch mal auf die Uhr. Du bist jetzt schon ziemlich lange hier unten. Der Verwandlungsunterricht fängt gleich an. Verspäte dich bloß nicht. Professor McGonagall ist Hauslehrerin von Gryffindor. Du solltest sie nicht verärgern. Der Unterrichtsraum befindet sich im Oberschloss. Du kannst vom Gryffindor-Turm aus dorthin gelangen. Ich würde auch nicht mehr so lange machen. Ja gut, hätte ich das gewusst. Wir haben, glaube ich, alle Sachen. War das da? Zum Schloss. Da, zum Porträtzimmer. Was ist durch das Schlafgut? Guck mal, da sind Fred und George. Hallo, Harry. Hast du die grünen Bohnen in allen Geschmacksrichtungen? Ah, gut gemacht. Das Passwort für das Porträt lautet Schlawina. Schlawina. Gut gemacht, junger Mann. Du hast das Passwort. Mindestens bist du hier drinnen in Sicherheit. Haha. Ah, jetzt haben wir den Handschuh. Jetzt fehlt nur noch der Flipendo. Quidditch-Rüstung. Ein zusätzlicher Schutz gegen Klatscher. Nützlich bei Quidditch. Bringt doch viel. Ich glaube, wir haben noch ein... Haben wir noch ein Spiel? Ja, ich sammle Quidditch zurück, zumindest in dem Spiel. Also hinter den Porträts befindet sich immer was. So. Und beim ersten war das halt der Besen. Ne? Du kannst den Arm. Du kannst mehrere Sachen finden hinter den Porträts. Du kannst, auch den aufgeladenen Weiche Zurückfluch finden. Da musst du nur halt die richtige Tür nehmen. Da muss ich nur mal gucken, wie ich nachher die falsche nehme. Müssten aber sonst alles haben. Wenn ich das schon spiele, dann spiele ich das schon richtig. Ja, klar. Ja, die alten Harry Potter Teile sind alle ganz anders. Die sind alle ganz anders. Die alten. Die Xbox-Version ist anders als die PS1-Version. Die PS1-Version ist anders als die PS2-Version. Die PC-Version ist nochmal ganz anders. Ich würde gerne mal was testen. Jetzt mal aus Jux und Dollerei. Wingardium Leviosa.
Genau. Die sind alle anders aufgebaut. Zum verbotenen Korridor. Zu den Mädchentoiletten. Du bist wohl gekommen, um die seltenen Freuden des Oberschlosses zu kosten, habe ich recht? Nimm dich bloß vor Filch und seiner Katze Mrs. Norris in Acht. Nun gut, wir verraten dir das Passwort, wenn du uns, nun sagen wir mal, rote Bohnen an Geschmacksrichtung bringst. Chili-Pfeffer-Geschmack, so heiß wie Feuer. Alles klar. Gehen wir mal zu McGonagall. Oh shit. Wie krieg ich das besser hin? Verwandlungsunterricht fängt gleich an. Verwandlungen ist die komplexeste und gefährlichste Magie, die du hier in Hogwarts lernen wirst. Jeder, der während meines Unterrichts Blödsinn macht, kann gehen und braucht auch nicht mehr wiederzukommen. Ihr seid also gewarnt. Beobachte, wie mein Zauberstab sich bewegt und drücke auf die Symboltaste, die er anzeigt. Wiederhole die Abfolge dreimal, um den Verwandlungszauber Avifaust. Mach dich bereit. Avifaust gibt's übrigens auch. Das war gut. Das ist der Zauber, der Gegenstände in lebendig macht und in Tiere verwandelt. Versuche es nun einmal und gib nicht auf. Ich finde, das ist einfacher als das für den PC, wo du die Linien nachzeichnen musst. Das finde ich sehr, das finde ich persönlich, fand ich das am schwierigsten. Perfekt. Sehr gut. Weiter. Versuche es weiter. Ich frage mich ja, was passiert, wenn man das gar nicht trifft. Wisst ihr, wenn ich die ganze Zeit falsch treffen würde, ob sie dann irgendwas sagen würde. Ausgezeichnet. Aber ich kann mich da gar nicht dran... Scheiße, dran erinnern. Nicht besonders gut. Ja, ich weiß. Alter... Ich mach das nicht mit Absicht. Oh weia. Und ich krieg doch von dir sowieso keine Punkte, also ist das doch egal. Das war gut. Alter. Ausgezeichnet. Oh, zweimal noch. Perfekt. Uha. Gut gemacht, meine Schüler. Jetzt werden wir den Zauber in der Praxis ausprobieren. Harry Potter, folge mir bitte. Oh, der Raum ist schön. Harry. Verwende zunächst deinen Zauberstab, um einen Verwandlungszauber an der schweren Statue auszuprobieren.
Drücke nun im richtigen Moment auf den Knopf, um der Statue eine neue Form zu verleihen. Mal sehen, ob du es schaffst, die schwere Statue in etwas zu verwandeln, das dir dabei helfen kann, den Eingang im oberen Teil des Raumes zu erreichen. Da es schon aussieht wie ein Vogel, verwandle ich das jetzt einfach in einen Vogel. Ah, wie Force! Gut gemacht, Harry. 5 Punkte für Grip. Ich glaube, jetzt kommen wieder die Punkte. Die Sanduhr der Hauspunkte läuft langsam ab. Oh shit, diesmal hat Slytherin aber mehr Punkte als ich. Oh shit, haben die viel. Hufflepuff. Slytherin. Ach du Scheiße. Oh, gleich. Ja, Slytherin führt. Gryffindor. Slytherin hat die meisten Hauspunkte. Der Kampf um den Hauspokal spitzt sich zu. Ich geh. Oh, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis morgen. Oh. Wir müssen irgendwie noch Punkte für Gryffindor kriegen. Ich weiß aber noch nicht wie. Wir müssen das irgendwie ausgleichen. Machen wir mal hier. Ah, wie Force! Gute Nacht! Hey, jetzt haben wir die Dinge hier gemacht. Ich will mal eine Etage höher. Was haben wir hier denn? Zum verbotenen Korridor. Tun wir mal hier speichern. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Tschüss.